Als Christen glauben wir, dass wir sind nur aus Gnade durch den Glauben gerettet. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir ewiges Leben. Aber es gibt diejenigen, die sagen, ja, wir sind nur aus Gnade durch den Glauben gerettet, aber wenn du deinem Bruder nicht vergibst, dann kommst du in die Hölle. Du bist nicht gerettet, du kannst dein Heil verlieren. Sie sagen das, für Errettung sind die Werke auch wichtig. Und sie zeigen dieser Vers. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergibt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn du als Gläubiger deinem Bruder nicht vergibst, dann bestraft Gott dich in dieses Leben. In dieser Welt vergibt Gott nicht deine Sünde. Lass mich dir das beweisen, indem ich Bibel mit Bibel vergleiche. Schau dir an, was Matthäus Kapitel 12, Vers 32 sagt. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Guck mal, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Naja, das Thema ist nicht Lästerung des Geistes. Ich müsste dir nur das letzte Teil des Verses zeigen. Weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Was bedeutet Vergebung in dieser Weltzeit und Vergebung in der kommenden oder zukünftigen Welt? Wenn du an Jesus geglaubt hast, was ist dir vergeben? Du bist aus der Hölle vergeben. Du bist von ewiger Strafe der Sünde vergeben. Das bedeutet, wenn du stirbst, du kommst nicht in die Hölle. Du kommst in den Himmel. Das ist, was ewiges Leben bedeutet. Aber solange wir auf dieser Erde leben, haben wir immer noch unser Fleisch bei uns. Und dieses Fleisch kennt nur Sünde. Dieses Fleisch ist immer in Feindschaft gegen Gott. Galater 5, 25 sagt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Es ist möglich, gerettet zu werden und immer noch in dem Fleisch wandeln. Wenn wir von Sünde nicht umkehren und in dem Geist nicht wandeln, dann haben wir Gottes Zorn auf unser Leben. Zum Beispiel in der Korinthergemeinde gibt es einen Mann, der mit seiner Stiefmutter schläft. Und Paulus sagt die Gemeinde, dass sie ihn rausschmeißen sollen. 1. Korinther Kapitel 5, Vers 5 sagt, dem Satan zu übergeben, zu verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Wenn dieser Mann sein ganzes Leben in dieser Sünde bleibt, trotzdem kommt er in den Himmel, weil er an Jesus geglaubt hat. Aber Gott wird ihn in dieses Leben sehr streng bestrafen. Gott kann auch seinen Tod verursachen. Wenn du gerettet bist, sollst du dein Leben aufräumen und dein Bestes geben, Jesus nachzufolgen und ihm gehorchen. Damit empfangen wir seinen Segen, seine Gunst in dieses Leben und auch Belohnung in den Himmel. In Matthäus Kapitel 18 erzählt Jesus das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Es gibt dieser Knecht, der seinem König Geld schuldet. Weil er es nicht bezahlen kann, bittet er um Vergebung und der König vergibt ihn. Aber später vergibt dieser Knecht seinen Kollegen nicht, der ihm Geld schulden. Und der König nimmt seine Vergebung zurück. Jetzt gibt es viele sogenannte Christen, sie sagen, guck mal, wenn du deinem Bruder nicht vergibst, Gott zieht seine Vergebung zurück. Gott zieht ewiges Leben zurück, denn du verlierst dein Heil. Aber das ist eine Lüge. Schau dir an, Matthäus Kapitel 18, 34. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Wenn man in Hölle kommt, bleibt man dort für Ewigkeit. Die Bibel nennt sie als ewiger Feuer. Es gibt kein, bis du alles bezahlt hast,
Dann kannst du die Hölle entkommen. Nein. Es gibt eine große Kluft befestigt. In anderen Gleichnissen, in denen Jesus sich auf die Hölle bezieht, sagt Jesus, sie werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. In dem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht spricht Jesus nicht von einer ewigen Bestrafung, sondern von einer bedingten Bestrafung. Wir als Christen sollen gehorsam sein, unser Geschwistern vergeben, wenn sie uns falsch machen. Aber wenn du nicht gehorsam bist, dann bist du noch gerettet, du kommst trotzdem in den Himmel. Aber jetzt in dieses Leben hast du Gottes Zorn und Unvergebung. Und das ist nicht etwas Gutes. Die Bibel sagt, denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Gottes Segen, mein Name ist Moses Goller, auf Wiedersehen.